Ja, jetzt bin ich voll durch den Wind, weil irgendwie diesen Traum, den ich in meinem Kopf habe, plötzlich irgendwie realistisch werden könnte. Happy Bobby is in the house. Happy Bobby is in the house. Guten Morgen. Vielleicht fällt es euch auf. Ich habe mich ein bisschen schick gemacht. Ich habe mir die Haare gekämmt. Ich habe mir ein schlichtes schwarzes Oberteil angezogen. Wir spielen nämlich seriös und schauen uns ein Haus an in unserer Straße. Es ist ein Haus zum Verkauf und ich habe rausgefunden, wem das gehört und den treffen wir jetzt in ein paar Minuten und gucken uns das mal an. Völlig absurd. Natürlich ist es eher ein bisschen. Also, es ist ein bisschen Spaß, aber dahinter steckt eine ganze Menge Portion Ernst, denn ich könnte mir sehr gut vorstellen, hier zu bleiben. Wo wir erst 2 Wochen hier sind, aber es ist so schön. Naja, wir haben auf jeden Fall uns mal gesagt, dass wir uns ein paar Häuser hier angucken. Alles mögliche. Dinge, die vielleicht ein bisschen zu teurer sind. Wir haben uns auch schon einen Bauernhof rausgesucht. Das ist halt eine Ruine, müsste man selber aufbauen. Wir aufbauen. Also, aber wir gucken uns mal die unterschiedlichen Sachen an, einfach um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen. Und jetzt ist unsere erste Wohnungsbesichtigung. Okay, das war die Besichtigung. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen völlig durcheinander, weil, also natürlich haben wir dieses Haus uns eigentlich mehr so scheißhalber angeguckt, weil wir wussten, das werden wir uns leider nicht leisten können, ohne eine wirklich, wirklich, wirklich große Belastung auf uns zu nehmen. Und ich bin leider nicht so der Belastungstyp. Also so finanzielles Zeug mag ich mich eigentlich gar nicht so doll belasten. Und ja, es war ganz nett und ganz cool, das Haus. Und es waren halt 2 Häuser eigentlich unten. Es war gerade vermietet an Leute. Die hatten so einen süßen Hund, so einen Golden Retriever, mega cool. Und oben war halt noch meine Wohnung. Und ja. Dann haben wir so geredet und irgendwann kam dann auch die Idee von dem Eigentümer auf, der auch Deutscher ist und hier jetzt schon seit 25 Jahren lebt, dass man auch einfach nur die untere Wohnung kaufen kann. Und das ist schon wieder ein Fakt, wo ich mir denke, okay, das ist echt machbar. Da ist ein schöner Garten dabei, das Schlafzimmer ist ein bisschen dunkel, aber man kann sich das echt mega schön herrichten. Ich habe schon 1000 Ideen. Oh Gott, ich hab im Kopf schon den Garten geplant und jetzt ist halt wirklich so... so wirklich so, es besteht plötzlich die Möglichkeit, es kam einfach so auf, also wir haben uns eine Stunde das Haus angeguckt und dann waren wir eigentlich schon am Gehen und dann hat er uns das vorgeschlagen, dass man halt irgendwie auch nur das untere kauft und jetzt bin ich voll durch den Wind, weil irgendwie diesen Traum, den ich in meinem Kopf habe, plötzlich irgendwie realistisch werden könnte. Also ich habe schon über Auswandern nach Portugal nachgedacht, aber das ist noch nichts für mich. Ich brauche noch Berlin, ich brauche noch meine Zivilisation, aber ich fände es mega geil, halt jedes Jahr irgendwie 3-4 Monate in Portugal abzuhängen. Und es wäre halt dann echt cool, so eine Wohnung zu haben. Also mir gefällt dieses Viertel auch, aber hier stehen halt ganz viele Häuser, die ich mir alle nicht leisten kann. Und man sieht halt nicht direkt das Meer. Oh Gott, Hilfe. Aber wenn ich 10 Minuten laufe, nicht mal, 3 Minuten laufe, sehe ich es jeden Morgen, wenn ich mit Boris spazieren gehe. Der Boris hat einen mega geilen Garten. Ich könnte Salat im Garten anpflanzen. Oh, lauter so Zeug. Also, oh, es ist mega cool. Und ich bin jetzt gerade voll durcheinander, weil ich mir denke, boah, krass, ey, das ist gerade voll die Chance. Sollen wir die nutzen? Sollen wir diese Wohnung kaufen? Ah! Gedankenüberforderung. Mal schauen, was die Surfstunde dazu sagt. Die gibt mir ja immer Antwort auf alle meine Befindlichkeiten. Es ist 15 Uhr. Wir begeben uns auf den Weg nach Arifana zu unserer Surfstunde. Das war halt echt zum Tag. Ich habe nichts gemacht, also nichts gebacken. Kriegt irgendwie. Wir wollten uns halt um 10 kurz dieses Haus angucken. Das haben wir ja auch gemacht, wie ich euch erzählt habe. Und dann war es irgendwie 11, halb 12. Dann bin ich kurz mit dem Hund nochmal weg. Und dann, weiß ich nicht, dann habe ich mir schon mein Leben hier ausgemalt. In dieser Wohnung da unten. Wie ich die umrenovieren werde. Und wie ich den Garten anlege. Dann ist sogar der Verkäufer nochmal vorbeigekommen und hat uns den Grundriss gegeben. Ich bin heute ein bisschen fertig irgendwie. Das ist so, weiß ich nicht, wir wollten doch einfach mal so scheiße, aber gucken und jetzt ist halt wirklich diese Möglichkeit da. Naja, wir werden erstmal ein paar Nächte drüber schlafen. Ich werde jetzt erstmal surfen und ja,
Oh, das ist ein komischer Tag. So, wir sitzen wieder im Auto. Das war heute krass. Also wisst ihr noch, ich glaube, ich habe sogar auf der Anfahrt, auf der Fahrt nach Arifana erzählt, dass ich eigentlich ein bisschen enttäuscht bin, dass es darüber geht, weil das sind die Wellen so lau. Und aber heute sind irgendwelche Winde. Von oben dachte ich mir schon, boah, die sind echt groß. Und dann standen wir vor und dann dachte ich mir, oh Gott, die sind echt riesig. Aber der Surfler meint, da komm, da paddeln wir mal rein. Und es gibt so eine Regel, dass wenn man eine halbe Stunde nicht schafft, rein zu paddeln, sollte man das surfen lassen. Wir haben gleich auch noch eine halbe Stunde aufgegeben. Es war so krass. Es war die Stunde, wo wir keine einzige Welle genommen haben, weil wir nicht rausgekommen sind. Also wir sind alle gepaddelt, der Surflehrer natürlich voll der Profi, schon mal vorgepaddelt, ich und Paul hinterher gepaddelt, plötzlich kommt uns das Board vom Surflehrer entgegen, ohne ihn, und wir so, oh Gott, fuck, wo ist der? Ich schon echt überlegt, oh Gott, scheiße, wie kann ich jemanden holen, der uns hilft, den wieder aus dem Wasser zu ziehen, wo ist er? Da ist er zum Glück irgendwann aufgetaucht und den seine Leash ist gerissen, einfach so, als hätte die jemand durchgeschnitten, voll krass, und ist er halt, sind wir alle wieder raus, er hat es versucht, sich ein neues Board zu holen, gab aber keins. Dann ist er halt mit uns reingeschwommen wieder und wir wieder am Paddeln. Das fand man so geil, krass, weil du paddelst und dann schmeißt du dich manchmal so gegen die Wellen. Manchmal machst du so eine Turtle, aber ich war irgendwann so fertig, weil ständig Wellen kommen, dass ich keine Turtle mehr machen konnte, weil ich keine Luft mehr hatte, sie anzuhalten. Und dann hat mich halt wieder die Welle mit rausgespült und dann habe ich wieder versucht reinzugehen. Paul war nicht schon draußen und plötzlich kommt auch sein Board mir entgegen. Und ich dachte mir, scheiße, was denn jetzt passiert? Dann ist den sein Leash auch gerissen, weil eine 2-Meter-Welle auf ihn zukam. Und der Lehrer nur meinte, schmeiß das Board weg. Er hat das Board weggeschmissen und dann unter dieser Welle durchgetaucht. Und die hatte so eine Kraft, dass sie diese ganze Leash mitgerissen hat. Also ich habe die Kraft der Welle wirklich schon oft gespürt, aber so heftig wie heute noch nie. Und nach einer halben Stunde haben wir echt aufgegeben und haben eingesehen, dass wir dann nicht mehr rauskommen. Ehrlich gesagt, ich glaube, die erste Welle, wenn die mich mitgenommen hätte, da hätte ich mich 50.000 Mal gedreht. Das war echt krass heute. Und so überraschend, weil man eigentlich denkt, Arifana, voll der schöne Anfängerstrand, schöne langweilige Wellen. Aber heute hatten die eine Kraft. Jo, Paul wurde auch noch von einer Welle aufgefressen. Das ist auch ganz interessant, wenn eine Welle kommt. So eine kleine, dahinter ist eine größere und man versucht die kleine zu nehmen, kann es sein, dass die größere die kleine verschluckt und dann dreht man sich 50.000 Mal und ach ja, ist auch lustig, dann in diesem haben wir halt weiße Wellen genommen und da dreht es sich halt auch manchmal so und ist aber nur so 30 cm Wassertiefe und dann hat es mich halt da so im Wasser gedreht und dann hat der Surfer da so mein Board hochgehoben, wollte gucken, wo ich da im Wasser bin und dann hingen meine ganzen Haare hinten in dieser Finne drin, also was soll alles passiert ist, aber ich glaube, es ist echt krass, wenn du dann so draußen bist und verlierst dein Brett und da kommen 1000 riesengroße Wellen und du musst die ganze Zeit schwimmen, paddeln, tauchen, schwimmen, paddeln, tauchen, schwimmen, paddeln, tauchen. Alles gut gemacht. We have survived today. Yay, yay, yay. So, ich habe wieder mein Gesicht geölt von dem ganzen Salzwasser. Mal ein bisschen hier schöne Feuchtigkeit rein. Und es gab noch gerade Hamburger und Pommes und jetzt fühle ich mich gerade wie der Bobo. Völlig fertig. Also diese Wellen heute. Die haben uns echt fertig gemacht. Das Blöde ist nur, die haben uns fertig gemacht, wir haben noch nicht mal irgendwas erreicht. Naja, also heute war ein sehr, sehr aufregender Tag gedanklich. Also dieses Thema Wohnung kaufen hier, Teilzeit-Auswanderer sein, hat mich total beschäftigt. Habe ich im Wasser dann kurz vergessen, da musste ich mit meinem Leben ringen. Und ja, dann war die Surfstunde krass und ja, morgen gehen wir nicht surfen, aber ins Tierheim. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und jetzt sage ich bis morgen, tschüssi und baba.